Hallo Leute, heute mal was anderes. Petra liegt zu Hause krank im Bett und können wir natürlich nicht wandern gehen. Aber was ich heute machen kann, ihr könnt mich mal begleiten auf meiner Walking-Runde, die ich jeden zweiten Tag mache. Dem Tag dazwischen gehe ich dann in der Regel auch joggen und am Wochenende halt wandern. Petra und ich wandern schon seit gefühlt 20 Jahren. Die Strecken fingen ganz langsam an. Das heißt, wir sind sonntags immer spazieren gegangen. Eine Stunde, dann zwei, dann drei. Dann haben wir uns intensiver mit Wanderwegen beschäftigt. Haben uns so Literatur besorgt, Bücher. Und ja, dann ist man immer tiefer hineingekommen in die Materie. Ja, und seitdem gehen wir also viele, viele Kilometer im Jahr wandern. Man kann also sagen, wir haben da mittlerweile über die 20 Jahre, oder sind das glaube ich sogar schon noch mehr, eine ganz gute Erfahrung bezüglich des Wanderns gemacht. Was ich seit meiner Jugend mache, ist Joggen und Petra auch. Nur Petra konnte das jetzt nicht mehr, weil sie auch schon seit zig Jahren ein Tibia-Kanten-Syndrom hat. Das haben viele Jogger, viele Läufer, viele, die viel unterwegs sind. Und dann hat sie sich aufs Walking, also richtig Speedwalking, verlegt. So dass wir eigentlich regelmäßig, also wenn ich nicht joggen bin oder ich jogge vorher, dass wir dann immer 90 Minuten am Stück walken gehen. Das sind in der Regel immer 9 bis 10 Kilo, 11 Kilometer Strecken. So dass wir da in der Woche eigentlich immer viel unterwegs sind. Unsere Walking-Strecke ist hier bei uns in unserer Homezone in Bochum, in einem schönen Stadtteil. Und da variieren wir verschiedene Strecken. Und auf eine Strecke nehme ich euch heute mal mit. Jetzt gerade sind wir im Rechener Park. Der ist Nähe der Stadtmitte gelegen. Und normalerweise sind hier immer sehr viele Menschen mit Hunden. Eigentlich quasi leider zu einer Hundetoilette verkommen. Im Hochsommer, wenn die Luft so ein bisschen trüb ist, dann stinkt das hier schon erbärmlich nach Hundekot. Das ist eine ganz, ganz schreckliche Sitte der Hundebesitzer, dass die ihre Hunde überall hinmachen lassen. Furchtbar. Naja, unsere Walking-Strecke geht von unserer Haustür, dann halt mit vielen Variationen geht es dann da los und die endet auch mit vor unserer Haustür, weil wir es auch beide hassen, dass Leute mit dem Auto irgendwo ins Grüne fahren, dann da joggen gehen und dann wieder nach Hause fahren. Davon halten wir gar nichts. Aber jetzt könnt ihr mich jetzt erstmal ein Stück begleiten. Bis gleich. Was ihr da gerade kurz im Bild gesehen habt, war die Löwenstatue. Das ist ein Mahnmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Und zwar ist dieses Mahnmal vor einem Gymnasium hier in Bochum. Und zwar vor dem Schiller-Gymnasium. Eigentlich auch sehr schön.
Ja, jetzt habt ihr ja vorhin das alte Gymnasium gesehen, also Schiller-Gymnasium. Und das sind jetzt Bilder vom neuen Gymnasium Bochums. Das steht so seit 2-3 Jahren hier. Und das ist, ich finde, wirklich ein schönes Gebäude. Und das Besondere ist, dass sich die Farben, die Außenfarben, je nach Sonneneinstellung, Einstrahlung verändern. Ist eigentlich eine ganz tolle Sache, ist halt ein großes Gymnasium. Und das ist echt schön, finde ich. So, weiter geht's. Finde ich mich im geologischen Garten der Stadt Bochum, ist auch bei uns in der Nähe, kann man auch immer eine Runde durchdrehen, also durchdrehen kann man da auch, klar, aber man kann auch da durchgehen. Das ist eigentlich sehr interessant, da kann man verschiedenste Steinplatten sehen, da wird das genau erklärt auf so Schildern, wie das entstanden ist, was das für ein Stein ist. Ist vor allen Dingen für Kinder sehr interessant, aber auch eigentlich für junge Schüler und so, für den Geologieunterricht. Also ist eigentlich ganz, ganz nett hier. Und bei schlechtem Wetter oder das Wetter nicht so angenehm ist, heute ist ja gar kein schlechtes Wetter, da ist auch kaum jemand in dem geologischen Garten, außer natürlich die Hundefreunde. Aber zurzeit ist scheinbar hier keiner. Und da habe ich also meine Ruhe. Also das ist sehr interessant. Es ist ganz in der Nähe der Innenstadt von Bochum und quasi direkt am neuen Gymnasium Bochum. Bin ich auf dem Spring-Gorum-Radweg. Das ist ein Radweg auf einer alten Bahntrasse. Die Bahntrasse hat von der Bochumer Innenstadt bis an die Ruhr geführt. Und dieser Radweg führt jetzt von der Innenstadt, wie gesagt, nach Bochum-Dahlhausen. Ist voll asphaltiert und bei den Bochumern sehr beliebt. Bei schönem Wetter ist hier ziemlich viel los. Jetzt bei diesem schönen Wetter eher nicht. Ich habe, glaube ich, vergessen zu sagen, dass der ca. 6 bis 7 Kilometer lang ist und von der Bochumer Innenstadt so latent bergab zur Ruhr geht. Ergo dann natürlich von der Ruhr leicht latent bergauf wieder zurück. Also optimal zum Fahrradfahren, zum Wandern oder lange drauf walken ist ja natürlich viel zu langweilig. Hinter mir, das was ich gerade gefilmt habe, ist das Exzenterhaus in Bochum. Das ist ein alter Hochbunker hier in der Stadt. Und da man die sowieso nicht abreißen kann, es wäre viel, viel zu teuer, hat man sich überlegt, aus dem Hochbunker ein Hochhaus zu machen. Man hat also auf dem Sockel des Bunkers, der Bunker steht da also noch, das ist das Graue hinter mir,
hat man ein Bürogebäude draufgebaut. Ich finde, das ist ziemlich beeindruckend. Hier ist natürlich jetzt ziemlich laut. Hier ist die Unistraße, Kreuzung Oskar-Hoffmann-Straße, gerade mit vielen Baustellen. Aber lohnt sich auf jeden Fall immer mal dran vorbeizugehen, weil das so schön ist, eigentlich. Gerade zweifelsfrei erkennen könntet, war das Bochumer Schauspielhaus. Das befindet sich auch am Rand der Innenstadt in Bochum-Ehrenfeld. Das Bochumer Schauspielhaus wurde 1907 bis 1908 erbaut. Der erste Intendant war Saladin Schmidt, der zweite war Hans Schaller. Naja, und da kommen natürlich drei ganz berühmte Intendanten her, die dann auch später beim Berliner Ensemble waren und so weiter oder an der Wiener Burg. Das war der Peter Zadek, den kennt wahrscheinlich jeder, Klaus Peimann und Patrick Steckel. Naja, Leander Hausmann war auch Intendant. Vorher ganz kurz konnte man die Kammerspiele sehen, das ist das etwas kleinere Haus. Ja, als Schauspieler sind bekannt geworden aus dem Bochumer Ensemble. Unter anderem halt auch als Musiker Herbert Grönemeyer, ja, Schauspieler Armin Rohde ja, und so weiter und so fort. Fallen mir jetzt nicht ein, aber es gibt so einige bekannte deutsche Schauspieler. Vor dem Schauspielhaus, da sitzt die Tanna Shansara. Die Skulptur habe ich abgefilmt. Die war bis zum Schluss im Ensemble des Schauspielhauses. Die sitzt da halt und grüßt so ihre alte Wirkungsstätte. Die ist auch noch nicht beschmiert worden von irgendwelchen Schwachköpfen, sondern da hat wohl jeder Respekt vor. Ist ja echt eine tolle Sache. Dann habe ich euch noch, ja, von hinten das Schauspielhaus gezeigt. Dann hoffe ich, ist mir gelungen, dass wir die Leute dort beim Arbeiten, dass ich die da filmen konnte. Ja, also eigentlich eine total schöne Sache, kann man immer mal wieder vorbei. Und natürlich auch ins Theater hineingehen, ist ja auch klar. Sind die 90 Minuten auch schon um. Ich sag mal 10 Kilometer bin ich jetzt gelaufen. Bin gleich wieder zu Hause. Und ja,
das war jetzt mal so eine typische Walking-Strecke von uns. Waren ja doch ein paar ganz schöne Sachen dabei. Manchmal führt die auch so ein bisschen an einer befahrenen Straße, also zum Beispiel der Unistraße und auch der Königsallee. Aber das ist auch okay, weil jetzt ansonsten, ich habe ja gesehen, ist da ganz viel Grün dabei. Was ihr zuletzt gesehen habt, war das Knappschaftsgebäude hier in Bochum, also eine der beiden oder drei Hauptverwaltungen der Bundesknappschaft, in der ganz in der Nähe des Schauspielhauses. Und die beiden Figuren oder die beiden, was ist das? Skulpturen. Die beiden Skulpturen vor der Knappschaft stellen zwei Bergleute dar. Habt ihr ja wahrscheinlich auch erkannt. Ansonsten hoffe ich, dass der Film hell genug ist, weil in real life ist das nämlich schon ganz schön dunkel. Ich bin mal gespannt, was die Kamera daraus macht. Gut, ich hoffe, das nächste Video wird wieder ein Wandervideo mit etwas schöneren, ja, vielleicht Bildern aus der Natur oder aus schönen Städten. Aber das hat jetzt für mich auch mal Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Euer Herbert und Petra von Wandern im Ruhrgebiet.